Herzlich willkommen zum Hilfevideo für die manuelle Installation von Fritzblock. Die manuelle Installation ist dann sinnvoll, wenn Sie den Überblick über die auf Ihr System kopierten Dateien behalten möchten. Für die automatische Installation schauen Sie sich das Video für die automatische Installation von Fritzblock an. Nachdem Sie sich das Fritzblock-ZIP-Archiv mit den notwendigen Dateien heruntergeladen haben, können Sie dieses entpacken. Neuere Windows-Versionen besitzen einen integrierten Packer und Entpacker für ZIP-Archive, sodass Sie einfach durch Doppelklick den Inhalt des ZIP-Archivs anzeigen lassen können. Die enthaltenen 7 Dateien müssen auf Ihr System kopiert werden. Deshalb markieren Sie die Dateien und wählen mit der rechten Maustaste die Option Kopieren. Da das Fritzblock-Programm ein 32-Bit-Programm ist, wird es auf 64-Bit-Systemen in den Ordner Programme x86 kopiert. Auf 32-Bit-Systemen nehmen Sie den Ordner Programme. Diese Installation, die hier als Beispiel gezeigt wird, findet auf einem System Windows 10 Home Version 16.07 mit 64 Bit statt. In dem Ordner Programme erzeugen wir mit der rechten Maustaste einen neuen Unterordner. Diesen nennen wir Fritzblock. In diesen Unterordner Fritzblock fügen wir die soeben aus dem Archiv markierten Dateien ein. Wir wiederholen für alle aktuellen Elemente die Administratorberechtigungen, die notwendig sind, um in einen Ordner unterhalb von Programme etwas einzufügen. Nun haben wir die notwendigen Programme auf unser System kopiert und eigentlich ist alles Notwendige bereits getan. Haben Sie einen speziellen Virenscanner laufen, der das Erzeugen oder Lesen aus bestimmten Verzeichnissen verhindert, wie zum Beispiel der Virenscanner Avast, müssen Sie unter Umständen für das Verzeichnis Fritzblock, also in diesem Fall C Program Files x86 Fritzblock, zusätzliche Schreib- und Leseberechtigungen erteilen. Sie benötigen vollständige Leseberechtigungen und auch Schreibberechtigungen auf dieses Verzeichnis Fritzblock, sonst kann dieses Verzeichnis nichts kopiert werden. Wie gesagt, unter Umständen muss Ihr Virenscanner entsprechend angepasst werden, falls das Kopieren nicht funktionieren sollte oder Fritzblock nicht gestartet werden kann bzw. Fehlermeldungen beim Start ausgegeben werden. Haben Sie die Dateien in das Verzeichnis Fritzblock kopiert, so können Sie entweder Fritzblock zum schnellen Start an den Desktop senden oder auch mit der Maus auf den Desktop ziehen. Sie können aber Fritzblock auch direkt aus dem Verzeichnis Fritzblock heraus starten. Dieses geschieht mit Doppelklick. Sie sehen, es läuft ohne eine Fehlermeldung und Sie kommen wieder in das Konfigurationsmenü. Jetzt können Sie die notwendigen Konfigurationen für Fritzblock vornehmen. Was hier eingestellt wird, erfahren Sie in einem weiteren Video, das sich der Konfiguration von Fritzblock widmet. Wir beenden das Programm daher an dieser Stelle. Wenn Sie das so manuell installierte Fritzblock wieder deinstallieren wollen, muss dies natürlich auch manuell geschehen. Für die Deinstallation können Sie natürlich einfach das Fritzblock-Verzeichnis löschen, haben aber dann das Problem, dass die registrierten Komponenten, wie zum Beispiel die DLL-Dateien oder die OCX, also ActiveX-Komponenten, registriert bleiben. Das ist nicht so schön, weil es nicht gut ist, wenn in Ihrem System Komponenten registriert sind, die nicht mehr auf dem Rechner vorhanden sind. Deswegen sollten Sie als erstes eine Deregistrierung der registrierten Komponenten vornehmen und erst dann Fritzblock löschen. Sie können die Dateien natürlich manuell mit Hilfe von RegSRV32 deinstallieren bzw. entregistrieren. Aber die einfachere Methode ist es, ein entsprechendes Utility dafür zu verwenden. Dieses nennt sich RegDLLView. Rufen Sie Ihren Browser auf. Und geben Sie bei Google in das Suchfeld RegDLLView ein. Das erste Ergebnis ist schon die richtige Datei. Es ist das Unternehmen Nearsoft, das dieses Utility herstellt. Unten auf der Nearsoft-Website für RegDLLView haben Sie einen Link zum Download. Da es sich bei Fritzblock um eine 32-Bit-Anwendung handelt, laden Sie das normale RegDLLView herunter und nicht das für x64. Sie können die Datei direkt öffnen oder auch das Archiv speichern. Ich öffne die Datei direkt im Windows Explorer. Markieren Sie die drei enthaltenen Dateien
rechte Maustaste Kopieren und kopieren Sie diese drei Dateien in ein temporäres Verzeichnis. Bei mir ist dies auf Laufwerk C das Verzeichnis TEM. Rechte Maustaste Einfügen und dann starten Sie RecDLLView mit der rechten Maustaste als Administrator. Denn nur mit administrativen Rechten haben Sie die Möglichkeit, die Registrierung der Systemkomponenten durchzuführen oder auch rückgängig zu machen. Bestätigen Sie den Dialog mit Ja und RecDLLView wird gestartet. Die Suche nach den registrierten DLLs kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Ich vergrößere das Fenster von RecDLLView und mit STRG F können wir nach bestimmten Verzeichnissen oder Dateien suchen. Ich drücke STRG F und suche nach Fritz Block. Wir sehen, es sind insgesamt 4 Dateien in dem Verzeichnis Fritz Block registriert. Dartsock, Dartweb, MSCOMCTL und MSHFlexGrid. Und diese 4 im Verzeichnis Programfiles Fritzblock registrierten Dateien sollen deregistriert werden. Dazu drücken wir auf die rechte Maustaste und wählen Unregister Selected Files. Bestätigen den Dialog mit Ja und stellen fest, dass die 4 Dateien deregistriert wurden. Sie verschwinden hier aus der Liste. Nun sind also die 4 Systemkomponenten, die in Ihrem Windows-System registriert waren, deregistriert worden. Nachdem dies geschehen ist, können Sie die RecDLLView-Dateien aus dem TEM-Verzeichnis löschen, brauchen Sie ja nicht mehr, und auch unter Programme x86 bzw. bei 32-Bit-Systemen unter Programme das Verzeichnis Fritzblock löschen. Denn die hierin enthaltenen Systemdateien sind ja schon deregistriert worden. Die Löschung des Verzeichnisses Fritzblock entfernt, Administratorberechtigung benötigen Sie dazu, weil es ja unter Programme x86 liegt, das Fritzblock-Verzeichnis, klicken also Fortsetzen und das Verzeichnis Fritzblock wird entfernt. Nach der Entfernung des Verzeichnisses Fritzblock und der vorherigen Deregistrierung der Systemkomponenten ist Fritzblock wieder vollständig von Ihrem System gelöscht. Neben der Entfernung der registrierten Systemkomponenten und des Fritzblock-Installationsverzeichnisses gibt es noch 2 Stellen im Betriebssystem, an die Fritzblock Daten schreibt. Das eine ist eine XML-Liste, in der Fritzblock vorübergehend die Bewertungen einzelner Rufnummern schreibt. Diese Liste finden Sie auf Ihrem Systemlaufwerk C unter Benutzer und Ihrem Benutzernamen, in meinem Falle Volker U, im Verzeichnis AppData, Roaming, Volker Ulle, Fritzblock. In diesem Verzeichnis Users, Ihr Benutzername, AppData, Roaming, Volker Ulle, Fritzblock, finden Sie eine Datei calls.xml. Diese wird von Fritzblock, wie schon erwähnt, für die Speicherung temporärer Bewertungsinformationen für eingehende Rufnummern benutzt. Sie können das Verzeichnis Volker Ulle, wenn Sie keine andere Anwendung von mir benutzen, komplett löschen oder das Verzeichnis Fritzblock vollständig löschen. Nun ist die XML-Datei entfernt worden. Neben der XML-Datei, die wir eben entfernt haben, gibt es auch in der Systemregistrierung noch einen Bereich, an dem Fritzblock Konfigurationsdaten speichert. Um diesen Bereich der Registrierung zu löschen, drücken Sie zuerst die Windows-Taste und R und geben Sie in das Feld zum Ausführen von Programmen RecEdit ein. Der Registrierungseditor ermöglicht Ihnen, nachdem Sie den Änderungsdialog mit Ja bestätigt haben, das Löschen oder Ändern von Registrierungseinträgen. Sie finden unter HKEY Current User Software Volker Ulle Fritzblock einen Ordner Settings, in dem die gesamten Einstellungen von Fritzblock enthalten sind. Sie können den Ordner Fritzblock oder, wenn Sie keine anderen Programme von mir verwenden, auch den Ordner Volker Ulle einfach mit der Entfernen-Taste endgültig löschen. Dann sind auch die entsprechenden Registrierungseinträge von Fritzblock beseitigt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Im nächsten Schritt erfahren Sie, wie Fritzblock konfiguriert wird. Schauen Sie sich dazu das entsprechende Video an.